Um ein schönes Legato zu erzielen, wenn Tonrepetitionen vorkommen, musst du die Note, die wiederholt wird, kurz vor dem Wiederanschlagen abheben. Die andere Note führst du Legato zum folgenden Ton. Bei der Terzstudie G-Dur kannst du das nochmals üben. Ebenso, dass die linke Hand Noten, die für die rechte Hand notiert sind, übernimmt. In den letzten vier Takten spielst du rechts und links gebundene Terzen. Bei der Triole, gekennzeichnet durch drei zusammengeballte Noten und mit der Ziffer 3 markiert, spielst du drei Töne auf einen Schlag. Nun ist deine Kreativität gefordert. Versuche nun selbst mit Sekunden zu improvisieren. Das kann im Manual oder Pedal oder in beidem sein. Bei dieser Gelegenheit kannst du auch unterschiedliche Farbmischungen an deiner Orgel ausprobieren. Falsche Töne gibt es nicht. Es ist dein Einfall, der jedes Mal anders klingen kann. Transponieren bedeutet, ein Stück in eine andere Tonart zu setzen. Beim vorliegenden Beispiel beginnt die rechte Hand mit der Terz der Ausgangstonart, also mit H1. Das Pedal mit dem Grundton der Tonart, mit dem G der großen Oktave.